Hallo, in diesem Video sehen wir uns das und das ein bisschen genauer an und wie wir es verwenden. Zuerst die Sätze. Ist Thema über alle immer sprechen oder ist wir vergessen haben. Ich denke nicht wir vergessen haben. Ich glaube so ist. Setzen wir ein. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Das mit einem S, das kann ein Artikel, ein Relativpronomen oder ein Demonstrativpronomen sein. Oder B. Die Konjunktion, das mit zwei S. Ist das das Thema? Das erste das mit einem S ist ein Demonstrativpronomen. Das zweite das, auch mit einem S, ist der Artikel, das Thema. Ist das das Thema? Über das alle immer sprechen. Das ist hier ein Relativpronomen. Das mit einem S. Oder ist das wieder das Demonstrativpronomen? Das, das wir vergessen haben. Das dritte das mit einem S hier ist ein Relativpronomen, das wir vergessen haben. Ist das das Thema, über das alle immer sprechen, oder ist das das, das wir vergessen haben? Ich denke nicht das. Das mit zwei S ist hier eine Konjunktion. Wir das vergessen haben. Das mit einem S ist hier ein Demonstrativpronomen, so ähnlich wie dieses. Ich denke nicht, dass wir das vergessen haben. Ich glaube, dass das so ist. Das mit zwei S ist eine Konjunktion und steht wieder nach dem Verb ich glaube. Und das mit einem S ist das Demonstrativpronomen. Ich glaube, dass das so ist. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ist das das Thema, über das alle immer sprechen? Oder ist das das, das wir vergessen haben? Ich denke nicht, dass wir das vergessen haben. Ich glaube, dass das so ist. Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist. Ihr könnt ja einige Kommentare unter das Video schreiben, die ich dann korrigieren kann. Und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.